Okay, wenn es hier noch weiter runter geht, dann schauen wir uns das an. Hier ist alles eingestürzt, die alten Gänge. Ja, und das wird ja auch bestimmt die Zwerge interessieren, dass es hier noch ein zweites Ende eventuell irgendwo gibt. Mal sehen, ob wir es finden. Interessant auf jeden Fall. Interessant vor allen Dingen, weil da ja auch noch die ganzen Bücher und so auf uns warten. Die Höhle ist schon ziemlich groß. Ah, da ist schon wieder ein Creeper. Moment, Moment, ich bin noch nicht so weit. Ich bin alt und brauche immer ein bisschen länger für sowas. So. Oh, wir haben jetzt schon so viele mit einem Pfeil getötet. Das ist gar nicht schlecht. Sonst haben wir ja immer alles mit dem Schwert gemacht. Da oben läuft Wasser raus. Das ist auch gar nicht so übel. Oh, da ist eine Spinne. Ich sehe dich. Du bist hässlich und weiß. Wahrscheinlich eine schneeweiße Witwe. Das sind ja die gefährlichsten Spinnen überhaupt. Treffe ich die überhaupt? Ich habe den Eindruck, dass ich da durchschieße durch die Witwe. Das sind die gefährlichsten Spinnen überhaupt. Da muss man ganz vorsichtig sein. So. Aber wir haben sie bezwungen. Also hier geht's weiter nach unten. Das Eisen. Das nehmen wir mit. Ja, ist doch eine kleine Höhlentour geworden, bevor wir zu den Zwergen aufbrechen. Das wird ein ganz besonderes Erlebnis, glaube ich. Wenn wir dann bei den Zwergen sind, in der alten Zwergenstadt. Das wird dann in den nächsten Folgen sein. Hier drüber ist Wasser, da tropft schon durch die Decke. Ah, Zombie-Naut. Ah, guck mal da. Seht ihr da unten die Versteinerung? Wir sind auf dem richtigen Weg, Freunde. Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es würde ich darum geben, wenn der Zordon jetzt bei mir wäre. Weil für sowas ist der immer sehr gut geeignet. Hier, seht ihr da? Da ist irgendein Vieh drin. Okay. Weiter nach unten. Gott sei Dank gibt es nicht, anscheinend nicht so viele Wege. Das ist gefährlich, hier kann man runterfallen. Anscheinend gibt es nicht so viele Wege. Das ist ja auch schon mal viel wert. Den Kies können wir jetzt nicht mitnehmen, obwohl wir ja. Mal da hinten warten schon Gegner auf uns. Moment. Noch haben sie uns nicht gesehen. Ey, was ist denn los? Oh, der hat uns gesehen. Ha, mit einem Schuss. Nicht schlecht, wa? Ja. Und du auch noch. Alle nieder. Bei Creepern funktioniert das richtig gut mit dem Bogen. Ja, hier war Eisen, ne? Das Eisen nehmen wir mit. Und dann kämpfen wir uns weiter in die Höhle vor. Das ist eigentlich gar. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, dass wir hier sowas finden. Ein zweites Enderportal. Aber na gut, lassen wir uns drauf ein. Wir könnten ja sogar noch eine Endertruhe eventuell bauen. Dafür müssten wir allerdings noch im Enderman sein Auge klauen und so. Das wird schwer. Weil wir haben jetzt, glaube ich, nicht unsere Behutsamkeitsspitzhacke mitgenommen, ne? Moment, warte. Die Pfeile sammle ich natürlich wieder auf. Und hier ist Sackgasse. Ich dachte, da wäre einer hinter mir. Aber das ist immer. Hier sind auch so Flecken drauf. Das könnten auch Versteinerungen sein, die aber nicht ganz ausgeformt sind. Wir müssen also übelst Acht geben, dass wir nicht, ihr wisst schon, ne? Dass wir nicht die Steine kaputt kloppen, weil dann kommen diese nervigen Silberfische und beißen uns ins Knie. Die krabbeln ins Knie rein und da haben ganz viele Leute dann Knieschmerzen und so. Das ist nicht schön. Es ist bestimmt dunkel, oder? Haben wir ein Bett dabei? Ja, haben wir. Das Schlimme ist, wenn wir hier jetzt drauf gehen. Wollen wir das Bett hier oben stehen lassen? Verdammt, wir hätten uns ein zweites machen sollen, ne? Hier geht es nämlich jetzt richtig nach unten. Okay. Dann sind wir zumindest hier. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Okay, dann versuchen wir jetzt von hier aus erstmal ein bisschen die Gegend zu erkunden. Hier geht's hoch. Wird es denn doch eine recht lange Höhentour oder Aufnahme? Aber naja, ihr seid ja. Guck mal, gewohnt. Haben wir echt schon 64 Fackeln verbrezelt oder hatten wir gar nicht so viele? Aber wir hatten ja nur so ein paar gemacht erstmal, ne? Ja, wir nehmen gleich noch Kohle mit und dann passt das. So, hier ist Kohle und Eisen, der Klassiker. Auf geht's. Wir haben ja hier normale und hier haben wir... Glück haben wir ja auch noch. Okay. Könnten wir eigentlich auch Glück nehmen für die Kohle, ne? Wäre ja angebracht. Geht auch schneller. Ja, machen wir erstmal die down... So, zack. Ja, ich höre euch, Zombie-Nauten. Ich kann euch genau hören. Ja, wir bewegen uns jetzt ja auch schon auf Folge 700 zu. 700 Folgen Minecraft mit mir und Hundsgrab und dem ganzen Blödsinn, den ich so verzapfe. Und immer noch seid ihr mir treu.
und guckt weiter die Folgen. Da bin ich total happy rüber. Und auch wie sich das alles entwickelt hat mit Hundsgrab, mit Schlangenstein, mit Bocksprung, mit der Hexenwacht. Das ist total grandios. Ich kann mich da eigentlich gar nicht oft genug bei euch bedanken, dass ihr da so mitmacht und auch bei den Folgen immer so fleißig Kommentare schreibt. Das kommt eigentlich immer viel zu kurz. Dass mich da mal Danke sage einfach. So, okay. Oben wartet Krüppelkopf auf uns, ja. Den dürfen wir jetzt ja nicht zu lange warten lassen. Das ist natürlich ganz gut, weil der hat eine Kiste dabei. Und das ist immer hervorragend. Ja, hier hinter sind Monster. Ich höre sie ganz deutlich. Deutlich. So, und hier ist noch Kohle ohne Ende. Ja, unsere Rüstung haben wir jetzt ja schon ganz gut. Die fängt jetzt leider auch schon an, ein wenig Korrosion zu zeigen. Unsere schöne Rüstung. Okay, jetzt gehen wir hier runter. Todesmutig. Wir könnten allerdings noch hier rüber gehen. Weil ich möchte mich nicht hier ins Ungewisse stürzen. Da habe ich keine Lust drauf, Freunde. Ja, seht mal, hier ist nämlich schon wieder ein klares Anzeichen. Wieder so eine Versteinerung. Dann gehen wir mal hier lang, lieber. Wir sind auf einem guten Weg. Da ist eine Zombie-Badewanne. Hier geht's auch weiter. Die baden da schön. Na, sollen sie. Hier ist Sackgasse. Okay, hier ist Sackgasse. Und hier ist eine riesengroße Zombie-Badewanne. Hallo Leute, wie geht's denn so? Pam. Eigentlich ist es Blödsinn, hier Pfeile zu verschießen. Komm, ihr kriegt so auf den Kopf. Du auch. Nein, nicht explodieren. Das wäre ziemlich doof. Ja, jetzt ist er rausgekommen aus der Badewanne und geht gleich wieder rein. Der Honk. Und, da unten höre ich einen Schleim. Auch sehr schön. Gut, hier geht's also auch runter. Sogar etwas gemächlicher. Das ist ja eigentlich schon besser, als wenn wir jetzt da den steilen Gang nehmen. Ja, mal gucken, wie das hier aussieht. Okay, so ist es ziemlich ungeeignet, um hier runter zu gehen. Aber so geht es. Da sehe ich einen Creeper. Hab dich gesehen, alles klar. Diesmal zwei Schüsse. Manchmal dauert es dann auch wieder zwei Schüsse. Und da unten ist eine Mine. Eine Mine. Oh, Spinnenreiter. Und ganz viele Zombies. Die werden wir uns gleich mal vom Leibe schießen. Das ist bestimmt ein Spawner, oder? Was meint ihr? Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu. Und ich sehe einen Smaragd. Ah, die haben den Smaragd bewacht. Alle weggeballert. Das gibt ordentlich Popel. Da ist ein Creeper, den sehe ich auch. Aber wir verschießen ganz schön viele Pfeile. Aber dafür sind wir hier ganz gut dabei eigentlich. Und hier gibt es so viele Seitengänge, das ist eigentlich ziemlich gefährlich. Und da geht es wieder hoch. Hier geht es wieder hoch. Okay, alles klar. Den Smaragd habe ich natürlich nicht vergessen, keine Angst. Das so nicht. Dann lieber so. Das liegt vom Powerplayer. Als wenn er... Da war doch ein Smaragd in der Wand, oder... Habe ich den jetzt übersehen? Sah das nur so aus? Ich dachte echt, da wäre ein Smaragd gewesen. Schade. Was? Hör doch auf. Komm her, du kriegst gleich erstmal hier mitten. Oh, Fledermaus. Heißt wahrscheinlich Vlad, die Fledermaus. Wie alle Fledermäuse. Und wo ist dieser Schlumpfi? Also dieses Planschemonster. Ihr hört den doch auch, ne? Ich bin doch nicht wahnsinnig oder so. Ihr hört doch auch dieses... Da ist er. Okay, jetzt sowieso Eisen. Das brauchen wir eh. Warte, ich wechsle mal ganz kurz wieder die Spitzhacke. Eine normale, stinknormale, gebrauchsfertige Diamantspitzhacke. Kostbar, aber in jedem guten Spitzhackengeschäft zu erhalten. Und ich sage nicht Axt. Boah, ist auch ordentlich Eisen. Da hinten ist Gold. Wir kommen auch langsam in Ebenen, die interessant werden, glaube ich. Ganz schön viele Rohstoffe hier in den Höhlen. Schön, schön, schön. Wenn wir auf einer Höhlentour sind, sollte es eigentlich kein Problem sein mit der Schlaferei. So wurde es mir zumindest berichtet. Hier muss auf jeden Fall eine Fackel hin. Der war doch hier eben noch unten, oder? Ich hoffe, der fällt uns jetzt nicht um den Kopf oder so. Das wäre ziemlich unschön. Oh, wir haben keine Fackeln mehr. Kurz zurück. Fackeln bauen.
Wir könnten ja einmal zu unserer Zentrale zurückgehen. Was haltet ihr davon? Die war ja irgendwo hier oben. Müssen wir jetzt ja nur Fackel links zur Zentrale zurück und dann geht's beim nächsten Mal weiter sozusagen. Hier ist die Zentrale. Die Zentrale des Wahnsinns sozusagen. Wir haben ja Holz dabei. Das ist sehr gut. Also Werkbank 1.587.000 gebaut. So. Bauen wir uns ein zweites Bett? Können wir ja nicht. Doch, wir haben ein paar Fäden. Wie waren das eigentlich? Habe ich noch nie gemacht. So, kann man einen Block Wolle rausbauen. Aus Fäden. Geht. Wir bauen jetzt erstmal eine Kiste. Würde ich sagen. Ja, keine Angst. Diesmal mache ich es nicht falsch. Nur eine Doppelkiste sollte reichen. Zack. Und die stellen wir genau hier hin. So ein komfortables, richtig komfortables Lager brauche ich jetzt erstmal nicht. Und dann packen wir hier erstmal alles rein. Das heißt, wir könnten, Fackeln wollten wir uns machen, natürlich. Natürlich. Ganz wichtig. Das heißt, aus den restlichen Stickies, bis auf 1, 2, 3, mache ich jetzt mal Fackelstäbchen. Und Fackeln, dann haben wir noch ein bisschen Kohle über. Ah, jetzt haben wir 2x64, okay. Das reicht. Da haben wir noch ein bisschen Kohle über. Das heißt, wir werden noch einen Ofen bauen. Und dann gleich das Eisen raffinerieren. Raffineriert, oder? So, einen schönen Ofen. Ah, klassische Höhlentour. Ich freue mich. Ich freue mich so. Danke, Freunde, dass ihr mir diese Möglichkeit gebt, mich so zu freuen. Nein, dass ihr mir gesagt, oh, eine Kartoffel. Gucke. Hier ist auch noch ein bisschen Eisen. Okay. Kriegen wir vielleicht einen 64er-Stack voll? Nö. War echt nur ein Stück. Lächerlich. Warum? Ich habe hier denn alles ausgeleuchtet. Hier können überhaupt keine Monster herkommen. Eigentlich. Okay, der Ofen hier hin. So, ein bisschen Kohle rein. Kohle rein und das Eisen. Ein Eisen, ja, ja. 59 Eisen. So, zack, fertig. Okay. Enderman, das ist gut. Das ist eigentlich sehr gut. Ein Pfeil wird ein Enderman niemals treffen. Wisst ihr ja, ne? Kennt ihr ja die Sache. Wenn man mit einem Pfeil auf einen Enderman schießt, wird er immer ausweichen. Immer. Oh, ist der in die Lava gefallen? Ne, da unten ist er. Komm mal hoch. Er wird sich gleich zu uns teleportieren, schätze ich mal. Boah. Alter. Ein Enderauge. Eine Enderperle. Sehr gut. Sehr gut. Das gibt uns die Option, eventuell dann eine Endertruhe zu bauen. Aber wir wollen doch bald weiter eigentlich. Oh. Oh. Die wollen mich hier runterschubsen. Merkt ihr das? Ich schubs dich da runter. Ich schubs deine Mutter da runter, ey. Gibt's doch wohl nicht. Boah. Unverschämtheit. So. Jetzt machen wir uns wieder auf die Reise. Fackel rechts. Das war eine Sackgasse hier, ja. Wir sind da hinten lang, genau. So, hier. Müssen wir uns auch mal ein bisschen besser markieren. Na, da ist wieder ein Zeichen dafür, dass hier irgendwo. Irgendwo ist es hier. Irgendwo ist hier ein zweites Ende. Und ist natürlich unsere Verpflichtung, jetzt zu gucken, ob da vielleicht der Kult irgendwie sich eingenistet hat. Auch wenn es sehr gefährlich ist. Hier geht es nur gerade hoch. Ja, dann machen wir mal eine Fackel hin, die uns symbolisiert, dass hier eine Sackgasse ist. Sackgasse. Also Fackel am Boden bedeutet Sackgasse in unserem kleinen, Höhlenorientierungs-ABC. So viele Buchstaben gibt es da nicht, also außer A, B und C. Wir haben ja, wir wissen halt nur, wie wir uns grob orientieren können. Okay. Weiter nach unten. Da ist Gold, hatten wir gesagt. Aber hier ist auch eine Schlucht. Und den Slime höre ich immer noch. Ach, da können wir direkt rein in die Schlucht. Dann machen wir das doch, oder? Was meint ihr? Nehmen wir das Eisen hier mit. Da, Eisen. Ja, der wird auch gleich kommen, ne? Also der wird sich nicht mehr lange bitten lassen, der Slime. Irgendwann werden wir den bestimmt finden, außer er sitzt irgendwo in so einer kleinen Mini-Höhle unter uns und vegetiert da so vor sich hin und niemand wird ihn jemals finden. Dann ist er ganz traurig auch. Oh, das ist ein richtig großes Höhlensystem, was wir hier gefunden haben. Okay. Naja, wie schon gesagt, mein Urlaub ist bald um. Da kann es nicht schaden, ein bisschen vorzuproduzieren. Kann ich schaden. Das ist ein richtig großes Höhlensystem hier, Freunde. Und ich hoffe echt, dass wir hier nicht das Leben verlieren. In diesem sehr großen System. Eisen.
Boah, guckt euch diese Kavernen an hier. Ist ja der Hammer. Die kriegen wir nie. Ah, seht ihr, das hat eben auch ausgesehen wie ein. Wir dürfen hier nicht so lange stehen bleiben. Ja, genau deshalb. Zombie als Creeper verkleidet. Noch ein Creeper. Und hier ist noch ein Creeper. Ja, explodier ruhig. Macht nichts. Ist nicht so schlimm. Kann jedem mal passieren auch. Die Höhle ist viel zu riesig hier. Die ist viel zu groß. Boah, guckt euch das an. Hä? Die werden wir nie ausgeleuchtet kriegen. Das steht fest. Und hier ist Sackgasse. Und die alte Tante singt wieder. Naja. Wir sind an ganz viel Eisen schon vorbeigerannt. Ich weiß. Hier geht's weiter. Gold. Und der Mann sah Gold und er wusste, dass es seins ist. Ah, hier geht's. Oh. Ey, wenn wir uns hier nicht verirren, dann weiß ich es nicht. Dann weiß ich es echt nicht. Gut, Gold. Nehmen wir natürlich mit. Hexe. Hui, das war knapp. Das war knapp. Noch ein bisschen ausleuchten hier. Ja, jetzt machen wir auch ausnahmsweise mal. Was hat sie denn gedroppt? Stöcker? Zauberstäbe bestimmt. Oh, die müssen wir uns mal besonders aufheben. Das sind bestimmt Zauberstäbs. La 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 la. Weil Hexen, ne? Ich weiß nicht, es geht ja immer das Gerücht, dass Hexen auch manchmal coole Tränke droppen. Mann! Ist das Wahnsinns, fette Beute? Genau hier neben mir zu explodieren? Weißt du, was da passieren kann? Oh, die haben auch keine Rücksicht. Kein. Oh, der bist du. Ja, warte, komm her. Komm hier in die Mitte, wir wollen dich alle sehen. Rennst hinter mir her? Bist du schlecht gelaunt? Magst du mich nicht? Oh, jetzt hör aber auf. Und er verwandelte ihn in eine Kugel aus Schleim. So, Kohle. Oh, die können wir natürlich nicht liegen lassen. Ganz klar. Ich glaube, wir sind so ein bisschen von dem Pfad abgekommen. Nicht von dem Pfad der Tugend, da sind wir schon vor langer, langer Zeit abgekommen. Aber von dem Pfad, der uns eventuell zu dem Portal führen kann. Zu dem Enderportal, was ja hier anscheinend sein muss. Denn hier sind ja überall diese typischen Versteinerungen. Und es stinkt ja auch hier nach Endermännern, oder? Seht das nicht auch so? Ich sehe das so. Ja, oah. Verdammt, wo bin ich hier gelandet? Oi. Wie viele Pfeile haben wir eigentlich noch? Oh, Masse. Noch gar nicht so viel verschossen. Oh, eine Mine. Freunde, das ist mit Abstand echt die fetteste Höhle hier, die ich bisher so erleben durfte, glaube ich. Die ist echt groß. Jetzt sind wir hier natürlich durchs Loch gefallen. Lala, lala, lala. Wir müssen echt auf der Hut sein. Denn, gerade wenn man so hier alles findet und macht und tut. Ja gut, das ist einmal sehr gut gesetzt. Die ist immer sehr, sehr günstig, die Fackeln direkt auf die Rohstoffe zu setzen. Hier ist eine Sackgasse. Oh, eine Mine. Naja, gucken wir mal kurz hin. Vielleicht führt die ja im Endeffekt dann auch zu dem. Da hinten ist ein Creeper. Ich weiß gar nicht, ob ich so flach schießen kann. Flachkörper! In den Kisten, in diesen Minen, da findet man meistens nichts Gutes, ne? Hattet ihr mal gesagt. Gucken. Oh, ein Sattel, immerhin. Und sieben, immerhin. Ja, eine Mine. Und ganz viel Kohle in der Mine. Ja, ich glaube, wir kommen hier ein bisschen vom Kurs ab. Wenn wir jetzt hier in der Mine rumlatschen, kommen wir etwas vom Kurs ab. Also diese Höhle hat wirklich alles zu bieten, was man sich vorstellen kann. Hm. Aber wir müssen wieder zurück. Wir finden da oben ja nie wieder hoch. Das ist das Hauptproblem, wisst ihr? Das Grundproblem.